Herzlich willkommen zu diesem Video. Im letzten Video ging es darum, wie du deine alte Fensterlichtung auswechseln kannst mit diesen beiden Schablonen. Einmal für Holzfenster, einmal für Kunststofffenster. Und heute geht es darum, wie du herausfinden kannst, ob dein Fenster überhaupt noch dicht ist. Und so ein undichtes Fenster kann natürlich ins Geld gehen, vor allem wenn es mehrere Fenster sind im Haus oder in der Wohnung. Und das kann durch die Jahre durchaus möglich sein. Denn so eine Fensterdichtung verliert an Stärke, an Konsistenz und dadurch schließt das Fenster bzw. verdichtet das Fenster nicht mehr richtig ab. Wie kannst du das Ganze ausprobieren? Es gibt zwei Möglichkeiten, die ich dir jetzt mal hier zeigen möchte. Im Übrigen findest du auch bei fensterdichtungen.org mehrere Möglichkeiten, um das zu prüfen. Und auch andere nützliche Tipps zum Thema Fenster. Du öffnest ganz normal das Fenster und nimmst jetzt hier ein Stück Blatt Papier. Es sollte nicht zu dünn sein, aber auch nicht zu dick. Also ganz normales Blatt Papier. Schließt das Fenster und dann ziehst du mal an diesem Blatt Papier. Wenn du das Blatt Papier nicht herausgezogen bekommst, ist dieses Fenster auch an dieser Stelle dicht. Wenn das Ganze jetzt nicht so wäre, ich öffne mal das Fenster, lege es hinein und verriegel das Fenster nicht, dann kann ich das Fenster so ganz einfach herausziehen. Du kannst im Übrigen auch einen Geldschein verwenden. Die nächste Möglichkeit wäre, du nimmst dir einfach ein Teelicht oder in dem Fall ein Feuerzeug, bitte Vorsicht, und zündest das Ganze an und prüfst, ob die Flamme sich bewegt. In diesem Fall jetzt hier ist sie sehr, sehr ruhig. Hier unten flackert sie ein bisschen, aber ihr würdet dann sehen, dass die Flamme so ein bisschen hin und her bewegt, dass da ein Zug entsteht. Und beim letzten Trick mit dem Feuerzeug solltet ihr natürlich darauf achten, dass im Haus oder in der Wohnung irgendwo in einem anderen Raum das Fenster auf Kipp steht, damit auch ein wirklicher Durchzug entstehen kann. Die optische Prüfung bei so einem Fenster ist auch ganz, ganz wichtig. Das heißt, das Fenster einmal öffnen und eventuell die Dichtung auf Beschädigungen oder Risse überprüfen. Ihr könnt da einen Pflegestift anwenden und das Ganze dementsprechend warten. Und somit könnt ihr auch die Dichtigkeit von so einem Fenster bzw. von so einer Fensterdichtung erhöhen. Denkt bitte auch an die Dichtung, die sich im Fensterrahmen befindet. Bei den meisten Fällen ist es nämlich so. Und auf gar keinen Fall solltet ihr diese kleinen Löcher hier abkleben. Viele kleben das ab, weil sie Angst haben vor Ungeziefer oder vor Spinnen. Die sind aber quasi die Entlüftung des Fensters bzw. die Entwässerung. Denn hier im Rahmen bildet sich auch Schwitzwasser und das läuft dann nach draußen ab. Das dürft ihr auf keinen Fall zukleben. Und wenn ein Fenster undicht sein sollte, dann gibt es natürlich auch verschiedene Wege, beispielsweise die Dichtung auszutauschen. Und bei fensterdichtungen.org bekommst du beispielsweise eine passende Fensterdichtung, aber auch Zubehörmaterialien. Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Und wenn du wissen möchtest, wie du so eine Dichtung ausbauen kannst, dann check doch auch nochmal die Videobeschreibung. Im nächsten Video geht es darum, wie du eine Fensterglasscheibe austauschen kannst. Und das ist gar nicht so einfach, wenn beispielsweise die Scheibe blind geworden ist, beziehungsweise undicht oder einen Riss bekommen hat. Und wie du das Ganze machen kannst, das zeige ich dir hier in diesem Video. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.